Im heutigen Video zeige ich euch einen XP-Glitch, mit dem ihr bis zu 500.000 XP machen könnt. Das meine ich komplett ernst. Das ist kein Fake, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Bevor wir anfangen, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und stellt die Glocke auf alle. Und schreibt danach einen netten Kommentar, denn die neue Season hat ja heute begonnen und ich verlose wieder mehrere Battle-Pässe an euch. Deswegen können alle, die mich supporten, etwas gewinnen. Kommt auf jeden Fall in meine anonyme WhatsApp-Gruppe, das ist der erste Link in der Videobeschreibung, denn dort werde ich die Gewinner bekannt geben. Deswegen, Freunde, geht alle in den Item Shop, tragt meinen Creator-Code PANX ein, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt wie gesagt einen netten Kommentar, dann habt ihr die Möglichkeit hier beim Gewinnspiel mitzumachen und ein gratis Battle Pass von mir geschenkt zu bekommen. Dann würde ich sagen, labern wir nicht lange drum rum und starten jetzt direkt mit dem XP-Glitch. So, als allererstes geht ihr einmal oben links auf die Suchleiste und gebt den Code ein 26350289 5639. Ich werde euch den Code auf jeden Fall nochmal hier im Bild einblenden, aber ihr seht ihn ja auch oben in der Suchleiste. Den Code gebt ihr einmal ein. Wenn dann genau diese Map erscheint, habt ihr alles richtig eingegeben und dann geht ihr einfach nur auf Match starten. So, jetzt seid ihr auf jeden Fall in der Map gespawnt und ihr seht schon direkt oben links, Freunde. Wenn man 44 Minuten diese Map spielt, bekommt man nochmal XP. Ich habe mir sagen lassen, zwischen 50.000 und 100.000 XP. Das kommt natürlich drauf an, wie oft ihr diesen XP-Glitch macht. Aber Freunde, wenn ihr das mehr als 10 Mal am Tag macht, dann bekommt ihr natürlich weniger XP als am Anfang. Ist natürlich klar, aber beim ersten Mal solltet ihr so zwischen 50.000 und 100.000 XP kommen. Und oben links seht ihr auch noch, wenn man 10.000 Meter läuft, bekommt man nochmal XP voll. Das sind ungefähr 100.000 XP, die ihr noch on top dazu bekommt. Und das ist noch nicht der XP-Glitch, Freunde. Wie gesagt, Freunde, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um auch wirklich alles mitzubekommen, wie der XP-Glitch funktioniert. Ihr müsst nämlich an mehreren Stellen tanzen und ihr müsst genau darauf achten, was ich mache, wo ich den Emote mache. Dann kommt ihr auch direkt zum Secret Room und könnt die XP-Münzen einsammeln. Es kann natürlich sein, dass bei euch die XP-Punkte nicht angezeigt werden. Das ist ein Bug. Das liegt ja an Fortnite, nicht an dem XP-Glitch oder an dieser Map. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass es einfach nur ein Bug ist, weil ihr bekommt die XP-Punkte dann in ein paar Tagen auf euer Konto gespielt. Das dauert meistens dann so 2 bis 3 Tage und dann bekommt ihr einfach so ein Pop-Out-Fenster nach einer Runde oder wenn ihr den Fortnite startet, da seht ihr dann einfach die XP-Punkte und dann könnt ihr die sofort annehmen. Ihr seht schon, Freunde, das ist ein kleiner XP-Room. 30 Minuten dauert das Ganze, bis sich der XP-Room öffnet und dann könnt ihr hier die Münzen einsammeln, Freunde. Das ist noch nicht der XP-Glitch. Das sind einfach nur zusätzliche XP, die ihr hier einfach bekommen könnt, Freunde. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Man bekommt 100.000 Playtime-XP, man bekommt 100.000 Meta-XP und man bekommt noch zusätzliche XP Münzen hier bei diesem Secret Room, Freunde. Außerdem bekommt ihr noch pro Kill, den ihr macht, weitere XP-Punkte, Freunde. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Aber ihr schaut ja jetzt das Video, um den XP-Glitch machen zu können, Freunde. Der XP-Glitch ist wirklich mega, mega krank. Wir starten jetzt gleich mit dem XP-Glitch, deswegen ganz genau aufpassen, was ich mache, wo ich hinlaufe, damit das bei euch genauso funktioniert. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen mehrere XP-Glitch-Videos hochladen. Außerdem noch ein Video, mit dem ihr wirklich gratis V-Bucks bekommen könnt. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und stellt ihn natürlich auf alle, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich dann das nächste Video hochlade. Es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen sehr, sehr krass werden für euch, Freunde. Gratis V-Bucks, schnelle XP-Glitches. Okay, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr jetzt in die Lobby reingeschaltet seid, dann schaut ihr erstmal direkt nach rechts, denn da steht Powers, Freunde. Und da geht ihr einmal zu dieser grünen Anzeige, da sollte eine Banane drauf sein, da steht Speed drauf. Da geht ihr einmal hin, stellt euch genau exakt davor und macht ein Emote. Egal welchen Emote, es kommt egal, Hauptsache ihr tanzt kurz. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr direkt in die nächste Ecke und ihr seht schon, da müsste was Blaues aufleuchten. Macht ihr wieder ein Emote und dann sollte es funktioniert haben und wir sind im Secret XP Room, Freunde. Da müsst ihr allerdings ein kleines bisschen warten, ungefähr 900 Sekunden und dann öffnet sich der Room. So, der Timer ist abgelaufen. Wir können jetzt unsere XP-Münzen einsammeln. Sehr, sehr krass, Freunde. Oh mein Gott, ihr seht schon, wir haben massig an XP. Was geht hier ab, Freunde? Das ist doch brutal. Der XP-Glitch hat funktioniert, Freunde. Wir sliden jetzt einfach mal drüber, Freunde. Wir sammeln uns die ganzen XP ein. Diese Map ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, weil ihr könnt hier einfach runterspringen und da mit anderen Leuten fighten, Freunde. Und oben links, jedes Mal, wenn ich laufe, bekomme ich weitere Punkte dazu. Und wenn man 10.000 Metern in dieser Map läuft, bekommt man nochmal 100.000 XP dazu, Freunde. Das heißt, ihr könnt wirklich hier so viel XP farmen, denn die Anzeige oben links
resettet sich immer wieder. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr die 44 Minuten Playtime erreicht habt, dann resettet sich das Ganze wieder auf 0 und ihr könnt weitere 44 Minuten hier in der Map spielen und wieder Playtime XP bekommen. Meistens, wie gesagt, zwischen 50.000 und 100.000 XP. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und Freunde, ich meine es komplett ernst, ihr könnt mit der Map so schnell leveln, denn ihr könnt hier wirklich eine 500.000 XP farmen, Freunde. Kommt natürlich immer drauf an, wie oft ihr das Ganze schon gemacht habt und wie viele Spieler gerade in der Lobby sind. Denn Leute, wenn ihr eure ganzen Freunde mit reinholt in diese Lobby und ihr wirklich, keine Ahnung, 20 Spieler seid, dann bekommt ihr pro Spieler immer nochmal mehr XP. Deswegen Leute, schaut, dass ihr mit vielen Leuten diese Map spielt. Ladet eure Freunde ein, denn wie gesagt, ihr bekommt auf jeden Fall um einiges mehr XP, wenn ihr das mit Leuten zusammen macht. Außerdem bekommt ihr natürlich auch noch, wenn ihr weitere 10.000 Meter läuft mit eurem Skin, nochmal 100.000 XP drauf. Das könnt ihr wirklich so oft machen, wie ihr wollt. Ich würde es euch aber empfehlen, so maximal 10 Mal am Tag zu machen, weil wenn ihr es öfters macht, kann es sein, dass ihr weniger XP bekommt, Freunde. Ich bin ja nicht besonders gut in Fortnite und ich habe eine lange Zeit hier auf dieser Map gespielt und konnte mein Aim verbessern und das Bauen auch verbessern, Freunde. Ihr könnt hier wirklich sehr, sehr gut üben. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass jetzt diese XP-Glitches funktionieren. Wisst ihr noch damals, als diese ganzen Fake-Videos entstanden sind mit den ganzen XP-Glitches, die gar nicht funktioniert haben? Fortnite hat es ja schon seit längerem ermöglicht, dass wir jetzt selber XP-Glitches hier machen können, Freunde. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass sie das hier ermöglichen. Denn mit diesen XP-Glitches kann man ja wirklich so schnell leveln, Leute. Und ich werde euch, wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen sehr, sehr viele XP-Glitches zeigen, wie ihr in der neuen Season leveln könnt. Mit diesen XP-Glitches könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr schnell auf Level 100 kommen. Im Battle Pass habt ihr 0,nix durchgespielt. Und das Geile ist ja auch noch, wenn ihr mit euren Freunden unten kämpft und euch gegenseitig killt, bekommt ihr immer wieder XP. Und das verdoppelt sich, je nachdem, wie viele Spieler in dieser Map sind. Und da könnt ihr natürlich auch nochmal sehr, sehr viel XP on top farmen. Und ihr habt noch nicht mal den XP-Glitch gemacht. Also könnt ihr safe schon mal davon ausgehen, dass ihr in der Map, wie gesagt, 500.000 XP machen könnt. Ganz wichtige Freunde, wenn ihr die Map natürlich behalten wollt und nicht jedes Mal den Code eingeben wollt, dann favorisiert die Map. Like die Map, damit ihr die auch direkt bei eurem Startbildschirm habt. Ich habe vor, eventuell diese Map und andere Maps, die ich in den nächsten Tagen vorstellen werde, in meinen Streams zu spielen. Und wenn wir da die ganze Lobby voll bekommen, wird es auf jeden Fall sehr, sehr krass. Dann können wir uns die ganze Zeit killen und so schnell gemeinsam auf Level 100 aufsteigen hier im Battle Pass, Freunde. Wie findet ihr eigentlich die neue Fortnite-Season? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war auf jeden Fall der XP-Glitch, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt in die Kommentare, ob das bei euch genauso funktioniert. Also ob ihr diese Münzen auch einsammeln konntet oder nicht, Freunde. Dann würde ich sagen, Freunde, ganz, ganz wichtig, schreibt wie gesagt einen netten Kommentar mit eurem Epic Games Namen, denn ich werde dreimal den neuen Battle Pass an euch verschenken. Deswegen, Freunde, gerne an mitmachen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Tragt, wie gesagt, gerne meinen Creator-Code PANX im Itemshop ein. Würde mich auf jeden Fall mega supporten, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten XP-Glitch-Video, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Penex und ciao.